Willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind natürlich immer noch bei Hausflipper. Und, na gut, die Bude ist ja eigentlich größtenteils fertig. Viel müssen wir ja nicht machen, außer die Wände streichen. Ich war erst nur überlegen, die Möbel komplett auszutauschen, aber ganz ehrlich, tut das Not? Ich finde, dieser Möbelstil passt ja nicht ganz gut. Ist ja so ein bisschen raus. Aber die Wände müssen wir auf jeden Fall streichen. Bad ist auch soweit okay, bis auf die Decke. Aber ansonsten müssen wir hier auch nichts machen. Und der Raum ist ja nicht auch so gut okay. Bett haben wir gemacht. Wir müssen bloß die Wände streichen, ne? Ansonsten passt ja alles. Ich glaube, das ist auch nur in erster Linie dafür gedacht, das soll halt ein bisschen Horroratmosphäre sein, ne? Bis die Küche, die musste ich, die sah so schmutzig aus. Ah, hier müssen wir auch die Wände und Decke und so machen. Okay. Wir machen aber erstmal hier. Hier haben wir schon die Decke. Ist nur die Frage, in welcher Farbe machen wir. Ach du Heilige. Vergessen die Skillpunkte zu verteilen? Streiche zwei Wände zeitgleich. Guck mal. Und hier? Fehlt ja nicht nur noch das. Schnellere Vergipsung. Und da? Anforderung der Aufträge minus 2%. Okay. So, was ich jetzt aber wollte, ist eine Wandfarbe. Natürlich nicht weiß. Mal sehen, ein bisschen freundlicher können wir das Ganze hier ja machen. Sonniges Orange, finde ich, passt ganz gut. Ne? Dann nehmen wir auf jeden Fall gleich großen Eimer. Auf jeden Fall, wir nehmen mal zwei. Ah, ne, ich glaube, einer reicht. Oh, einer reicht. Dann streichen wir immer eben kurz die Wände, damit es ein bisschen freundlicher aussieht. Passt das, dann sieht das Ganze schon viel, viel freundlicher aus. Finde ich. Die Möbel passen hier einfach zu. Ich weiß zwar nicht, was das für ein Fleck da ist. Kriege ich auch nicht irgendwie weg oder so. Keine Ahnung, aber ich finde, die Einrichtung passt zu dem Haus hier. Die passt hier wirklich. Ich meine, das ist ein bisschen ein Horrorhaus. Deswegen werden wir hier auch nichts großartig ändern an der Einrichtung. Wie gesagt, es war nur vor Horror gedacht. Hier müssen wir nochmal dicke Wände. Das ist nur die Frage, welche Farbe machen wir die Wände, ne? Die kann erstmal weg. Das Weiß brauchen wir noch. Das ist nur eine Abstellkammer. Könnte man natürlich einfach weiß streichen. Ist mir aber zu langweilig. Auch eine Abstellkammer kann man ein bisschen farbig machen. Ah, vielleicht. Ah, mal gucken. Kaffee mit Mähnen, ey. Reizvoller Lavendel, Frühlingsglas. Königliches Blau ist da drin. Da muss auf jeden Fall was Helles. Definitiv. Weil kleinen Räumen dunkle Farben, dann wirken sie noch beengter. Das geht nicht. Auf jeden Fall Pistaziengrün, eisiges Blau, schläfriges Blau. Nee, nee, da muss auf jeden Fall was Helles rein. Heller Pfirsich zum Beispiel, das würde gehen. Da würde wahrscheinlich auch mittlerer Eimer reichen, aber was soll der Geiz? Solange wir mit Gewinn rausgehen, wir probieren es einfach mal und machen die Decke gleich mit. So, guck mal, dadurch wirkt der ganze Raum doch schon etwas freundlicher. Es ist nur eine Abstellkammer, passt aber die Farbe, finde ich. Wie genau wie sie passt, weiß brauchen wir immer noch, aber Pfirsich können wir jetzt verkaufen. Sehr schön. Den fehlt eigentlich nur noch hier. Ich frage mich aber immer noch, wo die fünf Räume sein sollen. Oder zählt das hier als zwei Räume? Wenn möglich wäre es, ne? Weil ansonsten hätten wir nur eins, zwei, drei, das hier wäre vier. Wenn das hier zwei zählt, dann kommst du hin mit fünf. So, das Schlafzimmer. Hier müsste natürlich auch Decke. Die Abstellkammer kann man in der gleichen Farbe mitstreichen. Ist ja auch eher so ein Schrank oder so. Das kriegen wir schon hin. Aber die Frage ist, welche Farbe machen wir? Schlafzimmer. Der Raum ist ein bisschen größer. Kann gern ein bisschen dunkel, aber zu dunkel mag ich es auch nicht. Das geht nicht, das geht nicht. Ich finde, Lavendel hatten wir ja schon in einem Haus. Passt immer ganz gut ins Schlafzimmer. Ich glaube, wir nehmen hier auch wieder Hauszuhälter Lavendel. Dann passt das. Sehr schön. Und die Decke machen wir dann auch gleich. Machen wir die Schotte hier.
So, ich meine, gut, das Lila ist dunkler, als es ehrlich gesagt aussah auf den Bildern, aber es geht, es passt. Es ist zumindest ein gemütliches Schlafzimmer. Es passt sehr schön. Wenn man was anderes. Hier, aber ich persönlich mag lieber die Häuser, wo wirklich gar nichts drin ist, wo alles verdreckt ist, so außer wo man so neu machen muss. Fehlt auch nicht nur noch das Bad. Eigentlich brauchen wir hier gar nicht viel machen, außer die Decke, ne? Nimm bitte mal den Eimer mit, den stellen wir auch einmal hier hin. Das ist ein bisschen zu beengt da drin, ehrlich gesagt. Den machen wir hier noch einmal schnell die Decke. Das dürfte hier rogizugi gehen. So. Weil Fliesen sind hier, ja? Ja, die Ecke sollten wir natürlich auch mitnehmen. Das ist den Tor noch einmal. Das ist, glaube ich, auch das erste Haus, wo wir überhaupt die Decke machen müssen, ne? Sehr schön. Und ich glaube, den wüsste ich nicht, wo hier noch großartig was ist. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt wirklich sehr viel mehr Geld hier kriegen, als wir ausgegeben haben. Außer die Küche haben wir ja eigentlich gar nichts gemacht. Aber zumindest sieht die ganze Bude schon mal freundlicher aus, als sie vorher war. Wesentlich freundlicher. Ich hoffe mal, dass wir das Rätsel hier gelöst haben. Zumindest ist nichts Horrormäßiges mehr aufgetaucht. Seitdem. Aber die Bude werden wir jetzt so verkaufen. Da haben wir halt auch mal was Horrormäßiges gesehen. Lassen wir uns einfach überraschen. Wie viel kaufen die Bude jetzt? So, 69.000. Ich frage mich wieso, warum wir für die Leute Bude so viel bezahlt haben. Aber gut. Hier, Anzahl der Zimmer. 5. Ich habe keine Ahnung, wo das 5. Zimmer sein soll, ehrlich gesagt. Na gut. Gehen wir mal zur Auktion. Wir müssen es ja nicht annehmen, wenn es so wenig ist. Oh. Die bieten aber gut. Die bieten sehr gut. Jo. Die Familie Jürgens will Zimmer 404. Okay. Ein sehr sauberes Haus. Okay, Hauptpreis 69.991, alles klar. Renovierungskosten 0. Verkauf von Möbeln, ja gut, das ist die Küche, ne? Verkauf von Möbeln 1081, Verkauf an Haus. Also wir hätten einen Gewinn von 19.824, obwohl wir kaum was gemacht haben. Ja, okay, gut, nehmen wir an, definitiv. Das ist sehr schön. Wir haben zumindest die Gäste hier vertrieben. Das macht man doch liebend gerne. Passt doch. Das hat sich doch mal gelohnt. Wie gesagt, ich vermute mal, das war für Halloween gedacht oder so. Garantiert hat er ja auch angezeigt. Aber so richtig viel machen konnte man in der Bude jetzt auch nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt 124.000. Sehr schön. Steht auch unter Verkauf, ne? Jo, Zimmer 404. Sehr schön. Gut. Besitz ist immer noch unser. Wir gucken mal weiter. Aber ich will halt auch mal, also jetzt kein Horrorhaus, wo wir ein bisschen was tun können und teuer verkaufen können. Raum für Enchantments. Schlechter Effekt. Okay. Haus erstellt, das kommt von HGTV. Problem ist, wenn ich jetzt ein zu teures Haus kaufe, wir haben ja gerade mal 124.000, haben wir nicht mehr genug zum Renovieren, ne? Garage mit Bunker, das ist unten drunter, ne? Haus einer wechselhaften Frau. Aber die sind ein bisschen teuer, die Häuser. Wir brauchen ein bisschen Geld zum Renovieren, ne? Ein Haus, das etwas verbirgt. Räume 7, Etagen 2. Da wird es noch schon interessanter. Verlassenes Haus zum Renovieren. Zustand unbekannt. Der Inhaber lebt im Ausland. Falls Sie Interesse haben, wenden Sie sich bitte an die Immobilienagentur. Ein Heim für dich. Gibt auch keine Bilder von innen, ne? Bisschen vollgeschnoddert von außen hier. Ah, doch, doch. Ja, gut. Ja, ach, du Heilige. Was kriegen wir schon hin? Kaufen. Na, guck ihn. Haben wir schon mal ein bisschen mehr zu tun? Aber muss auch sein. Hier war anscheinend jetzt schon länger keiner mehr da, wie das Haus aussieht. Im Schlafzimmer muss auch ein Fernseher stehen. Na, der Meinung bin ich nicht, aber... Die Verkäufer, die gut für lange einig ist. Ich meine, so kaufe wahrscheinlich niemand die Bude. Gucken wir uns erstmal um. Das fliegt alles raus hier. Mal gucken, ne? Ist auch wieder so eine offene Wohnküche, ne? Aber hier könnte man so gut eine Küche machen. Mal gucken. Das war wohl mal ein Schlafzimmer. Das war auf jeden Fall das Bad. Okay. Keller haben wir auch noch. Ja, sehr vollgemüllter Keller. Okay. Ah, den werden wir auch. Vielleicht machen wir einen Hobbykeller raus oder so. Mal gucken. Ist der heile? Kaputt? Wahrscheinlich heile, ne? Ist ja kein Horrorhaus hier.
So, dann hätten wir hier auch noch einen Räum. Ne, geht's raus. Okay. Aber stürzt du hier. Haben wir alle Räume durch? Keller? 7, sagt er. 1. 2. Was ist draußen? Gut, das hier ist 3. Hier ist 4. Wo sind denn hier die Räume? Na gut, wenn wir den kleinen mitziehen, ist 5. Aber er fehlen immer noch 2 Räume. Er sagt ja auch 2 Etagen. Hier muss irgendwo die Treppe sein. Ich weiß nicht, ob draußen dazu zählt, aber hier muss irgendwo... Oder zählt der Keller als Etage? Das könnte natürlich sein. Möglich wäre es. Ah, ich glaube, der Keller zählt mir als Etage, ne? Dass wir hier keine Treppe haben. Gut, keine Ahnung, keine Ahnung. Eins nach dem anderen. Ja, ja. Auf jeden Fall machen wir hier wieder so eine kleine Küche hin. Mal gucken. Hier so ein bisschen. Die Fenster könnten wir notfalls versetzen. Hätten wir Bad, Keller, Schlafzimmer. Ja, ja, dann machen wir wieder so eine kleine Wohnküche draus. Das ist halt doof. Oder hier nur eine kleine Küchenzeile und hier so eine kleine Wohnecke oder so. Das ist wieder total verbaut, das Haus, ne? Das ist wieder total verbaut, okay. Eins nach dem anderen. Erstmal den Müll hier weg. Das ist kein Müll? Echt nicht? Okay. So, wir räumen erstmal überall den Müll raus. So, mit meinem. Und dann machen wir erstmal überall sauber, damit man hier mal den Überblick nicht verliert. Hier lag auch noch Müll drin. Jo. Das Bett kommt definitiv weg, das Schnodderbett. Keller lag noch so viel Müll. Ja, hier ist aber auch noch Müll. Gut, sauber machen müssen wir gleich. Den einmal hier runter. Ist hier noch was hinter? Nein. Regale können wir hier nicht stehen lassen. Mal gucken. Vielleicht mache ich aber auch einen Hobbykeller daraus. Machen lässt sich beides. Eins nach dem anderen. Erstmal Müll raus. So, hier fehlt auch so einiges, ne? Hier war mal ein Klo. Sieh mal an, hier war mal ein Klo. Hier sind mich die Anschlüsse. Der muss wahrscheinlich wieder repariert werden. Wahrscheinlich wieder von oben. Ja. Die Hitbox ist hier so ein bisschen... Okay, haben wir montiert. Ist ein bisschen merkwürdig, dass man durchreparieren kann, aber gut. Der ist auf jeden Fall repariert. Den müsste ja jetzt auch das Licht gehen, ne? Ja. Ich meine, im Moment haben wir doch, aber... So. Dann schnappen wir uns jetzt erstmal den guten Schrauber. Ich meine, die Möbel kommen hier eh raus, aber... Sauber machen muss ja trotzdem sein. Ich glaube, das andere ist draußen. Ich bin mir da nicht so sicher, aber... Das hier müssen wir auf jeden Fall vergipsen. Da klebt noch Dreck. Hier den ganzen Dreck zu finden, ist aber auch eine Kunst. Hier fehlt auf jeden Fall eine Heizung. Das ist draußen, oder? Nee. Da klebt noch Dreck. Gut, den Raum haben wir, glaube ich. Denn definitiv hänge ich hier an der Tür fest. Echt. Hier ist definitiv Dreck. Das war auch ein Bad. Brauchen wir wirklich in der kleinen Hütte 2 Badezimmer? Ehrlich gesagt, das hier würde ich gerne ans Bad behalten, aber unten im Keller, ich weiß nicht. Ich glaube, doch werde ich die Anschlüsse wegnehmen. So, Fenster noch ein bisschen dreckig. Oh, eins nach dem anderen. Hier klebt definitiv noch irgendwo Dreck. Hier, genau. Und ich glaube, der Rest ist draußen, ne? Genau. Nee. Nee, nee, das war... Das ist jetzt aber draußen. Okay. Eins nach dem anderen. Ich glaube, hier würde ich gerne Bad behalten. Hier müssen wir mal gucken, dass es so ein bisschen verbaut hier. Könnte natürlich die ganze Wand ein bisschen vorziehen, aber dann wird das Schlafzimmer nicht so groß. Ich war erst überlegen, hier eine kleine Küchenzeile hin und das hier als Wohnbereich. Ehrlich gesagt hätte ich hier gerne so eine kleine Küchenzeile. Mal gucken.
mit so einem Tresen vor oder so, hier so vor. Aber Sofa und so, hier könnte man ein kleines Sofa hinstellen, ja. Die Häuser sind hier immer so verwinkelt. Angucken. Und hier unten hätte ich ehrlich gesagt gerne... Mal sehen, ich glaube, die werden wir wegnehmen. Machen hier so einen kleinen Billardtisch oder sowas, mal gucken, ein bisschen hobbymäßig. Und hier, ich weiß nicht, kleine Chill-Ecke oder so, kleines Sofa oder so. Oder wir machen hier auch ein Bad rein, dass wir, wenn der hier unten sitzt, auch auf den Port gehen kann. Das Haus ist nicht einfach hier. Okay, aber Fakt ist, der muss weg, der muss weg. Das kommt auf jeden Fall alles raus. Genauso wie der rauskommt, die Lampen kommen allesamt weg. Haus ohne Schlafzimmer, das geht nicht. So weit bin ich doch noch gar nicht. Diese Käufer. Okay. Rauchmelder kann von mir gerne dranbleiben. Haben wir hier noch irgendwas, was weg muss? Jupp. Ah, die Anschlüsse lassen wir mal da. Unten bin ich mir noch nicht so ganz sicher. So. Holen wir erstmal den Gips einmal raus. Und hier, haben wir auch gekriegt. Streiche drei Wände gleichzeitig. Im Gips. Nicht zu wechseln mit dem Gips von Navy CS. Oder war das nur CRS? Nee, CRS Miami, glaube ich. Das ist schon so lange her, das weiß doch kein Mensch mehr. So, dann müssen wir hier ja... Du musst einen Gipseimer. Ich habe doch einen Gipseimer. So. Alter, das ist laut, ne? Das ist laut, das Gipsen, das ist... So, hier hatten wir auch noch was zum Vergipsen, ne? Oh ja. Oha. Okay. Was sein muss, muss sein. Wir wollen ja keine Löcher in der Wand, ne? Gut, Moment. Ne, hier. So, sonst noch irgendwas zum Vergipsen? Darüber freuen die sich schon, dass ich die Löcher gestopft habe. Hier war nichts zum Vergipsen, ne? Ne, ich glaube, im Keller war auch nichts. Gucken wir aber nochmal. Jo. Okay. Ich bin aber am Überlegen. Das Schlafzimmer ist doch schon etwas groß, ne? Vor allem sehr komisch verwinkelt. Und wenn ich die Wand hier so lang ziehen würde, dann haben wir immer noch diesen dummlichen Winkel hier. Die Wand könnten wir aber auch einvorziehen. Dann hätten wir etwas mehr Platz hier. Ich glaube, das werde ich auch tun, warte mal. Weil das ja unser Haus ist, können wir das Ganze ja umbauen, wie wir Lust und Laune haben, ne? Erstmal die Tür weg. Dann müsste die Wand hier weg. So, die müsste auf jeden Fall weg. Die soll bleiben. So, oben nochmal ordentlich hin. Genau, und hier nochmal. Sehr schön. Ja, die müsste natürlich auch weg. Oder? Ja, die müsste ich ein Stück vorziehen. Die müsste hier komplett weg. Sehr schön. Das ist jetzt natürlich das Problem mit dem Bad. Rein theoretisch müsste ich die Wand hier lang ziehen, aber dann hätten wir das Bad. Wieso ist denn hier so eine dämliche Nische? Ah, da müssen wir ein bisschen umbauen. Das geht so natürlich gar nicht. Sehr schön. Ist das hier jetzt... Na, nicht ganz. So. Ich meine, das wird ja eh neu gefliest. Definitiv. Ist das jetzt Müll hier oder nicht? Jo, also ich will schon, dass das Badezimmer geschlossen bleibt. So ist es nicht. Aber allerdings soll der denn jetzt... Der war ja vorher so. Hier. Der soll ja hier so lang.
Nein, nein. Oh. Einmal die Maus verzogen. Nee, da soll eine hin. So, nehmen wir weg den Schutter. Okay. Hier soll er hin. Den Dornommer. Und Dornommer und die Ecke natürlich auch. So. Sehr schön. Hier soll aber auch wieder eine Wand hin. Wieso? Ach, das ist ein Lichtschalter. So, aber erstmal das Bad. Ja, das passt so. Das wird ja eh neu gefliest. Sehr schön. Wir wollen ja schon Schlafzimmer behalten, aber jetzt möchte ich gerne erstmal mal gucken, wie ich das am besten mache. Das muss ja mit der Wand passen. Hier müssen wir schon lang ziehen, aber vorher saß ja weiter hier oder so. Da muss ich jetzt mal gucken. Das muss auf jeden Fall von hier. Und wo ich die Tür jetzt reinsetze, muss ich auch mal gucken. Die sollen schon hier so ungefähr rein. Wie breit sind die Türen? Also vier breit, ne? Oder so ungefähr, ne? So, hier so die Tür? Bin mir da nicht so ganz sicher. So, ich glaube, ein war da, ne, zwei war da, muss ich sogar noch bis hier, ne? Jo. Haben wir gleich mal gucken wegen der Tür. So. Ich meine, wir haben zwar jetzt immer noch hier einen einzelnen Raum, aber ich wollte das Ganze halt ein bisschen weiter außen haben. Aber mehr Platz haben wir da jetzt auch nicht, ne? Oder? Da haben wir noch weniger Platz als vorher kann sein. Aber jetzt hätten wir hier... Ne, eigentlich auch nicht mehr Platz. Das ist doof. Ich wollte das Verwinkelte hier raus haben. Aber jetzt haben wir ja noch weniger Platz. Oder täusche ich mich da? Es geht noch vorher weiter hier rüber. Ich meine, hier könnte man wunderbar die Küche hinbauen. Mir geht's nur darum, wir haben jetzt nicht wirklich Platz für Sofa und sowas, ne? Ich könnte das Schlafzimmer natürlich auch bis hier ranziehen. Dann hätten wir hier eine bessere Ecke. Aber hübscher macht es das auch nicht. Ich will das Sofa nicht so dicht an der Küche haben. Ich glaube, das Sofa stellen wir hier hin. Die Tür können wir ja ein bisschen noch da verlegen. Wäre, glaube ich, auch besser. So, wo denn mal? Dann machen wir den nochmal. Hier so die Tür rein. So, und dann zimmern wir hier noch einmal wieder zu. Nehmen wir auch die Schutter weg, danke. Ich weiß aber auch nicht genau, was die Türbreite ist, ne? Aber ich glaube, das eher. So. Das muss auf jeden Fall weg. Dann hätten wir hier ein bisschen Platz für ein Sofa. Geht nicht anders. Aber so haben wir den schönen viel Platz hier. Und der Raum, der war vorher viel zu groß. Was ich aber auf jeden Fall noch machen muss, sonst kriegen wir die Tür ja nicht rein. Hier müssen ja auch Holbewinde hin. Und dann probieren wir es erstmal mit der Tür. Sehr schön. So, Skillpunkt haben wir auch. Jo. Die gebaute Wand ist sofort gestrichen. Die Reichweite beim Mount ist um einen erhöht. Okay, du kannst drei Wände gleichzeitig bauen. Und schneller würde ich mal erstmal sorgen, ne? Probieren wir es erstmal mit der Tür. Wir brauchen eine Tür. Türen haben wir nicht hier, die haben wir schon hier. Fensteranschlüsse, Türen, jo. Wir brauchen auf jeden Fall... Na, es gibt ja verschiedene Breite, aber 1 Meter mal 2 Meter möchte ich schon drin haben. Ob das passt, wir brauchen auf jeden Fall eine Innentür. Ah, gut, das ist ein Schlafzimmer, da hätte ich schon gerne eine geschlossene Tür, ehrlich gesagt. Probieren wir mal die. Ob die überhaupt passt. Ah, war schon richtig. Die Tür, die, warte mal, die müssen wir nochmal. Die saß ein bisschen zu weit in. Nehmen wir nochmal. Nochmal, genau. So wäre richtig, ne? Jo.
das überhaupt eine Innentür? Ja, ne? Wie verpasst sie? Ja? Jojo, das reicht mir voll und ganz als Schlafzimmer. Da würde hier die Küche hinkommen. Ungefähr zumindest. Hier stellen wir so ein kleines Sofa hin oder so, mit der Pflanze nehmen oder so. Fancy geht hier nicht in die Bude. Ich will hier jetzt nicht die ganze Treppe umbauen. Da machen wir auf jeden Fall wieder ein Bad. Da machen wir unten halt einen Hobbyraum mit Fernsehen und Kram. Dann machen wir da das eigentliche Wohnzimmer hin. Die Bude ist mal wieder total verwinkelt. Dann machen wir hier eine schöne, große, offene Küche. Ja. Fenster werden wir notfalls versetzen. Ich weiß zwar nicht genau, wie das geht, aber... Ich kann das Fenster verkaufen, ja, aber... Wie versetze ich die Fenster? Das müsste ich einmal kurz ausprobieren. Türen, Wände, Truppen, Glaswände, Fenster. Ah, wir können aber auch selber, ja, Fenster reinsetzen. Ich meine, ich will hier jetzt keine Fenster reinsetzen. Nur mal zum Gucken. Muss man dafür auch extra ein Loch reinhauen oder kann man die so... Na gut, hier ist kein Platz, ne? Aber die könnte man rein theoretisch so... Ah, hier jetzt nicht, aber... Im Außenbereich, glaube ich, so reinsetzen, ne? Denke ich. Das heißt, ich könnte das ganze Fenster rein natürlich hier wegnehmen und ein neues hinmachen. Aber vielleicht passt das ja auch. Ich setze ungern die Fenster um, weil das denn halt außen nicht mehr so schön aussieht, ne? Müssen wir mal googeln. Ich mache mir hier mal Gedanken. Da fällt auch schon was ein, wie wir es am besten machen. Weil wir wollen die Bude ja gewinnbringend verkaufen, ne? Wenn wir vor heute mal erstmal am Ende... Ja, dann kümmern wir uns erstmal um die Küche morgen. Erstmal aber... Ich mache erstmal die Küche, bevor wir streichen, weil ich noch nicht genau weiß, wie groß die Küche wird, sonst passt das nicht. Ich hätte gerne im Küchenbereich nämlich noch einen Fliesenspiegel. Daher. Erstmal Küche. Mal gucken, kriegen wir hin. Denn vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Bye, bye.